session. How was the race for you today? How was the tactic before start? Wie war die Taktik vor dem Rennen? Sorry. I didn't have any tactic. I have to admit I wasn't too early to start today because they said it was postponed 5 minutes. The start was going to be 5 minutes later, and I was looking in the start list and I saw my time and I added 5 minutes on that time. I didn't realize it was already added. So I came to the start like 2-3 minutes before my start. I came there and I saw start number 36, I had 43. So it was just to undress and start. Also Kurzfassung, sie hatte fast keine Zeit. Sie hätte den Start fast übersehen und hat somit kurz vor dem Start das Rennen aufnehmen können und keine große Taktik damit sich vorbereitet. Olga, nur zwei Athletinnen haben fehlerfrei geschossen unter den ersten 19, auch die 20. hat fehlerfrei geschossen. Waren das heute sehr schwierige Bedingungen zum Schießen? Я бы не сказала, что это очень стабильная погода, такая Ich würde doch nicht sagen, heute ist ganz stabiles Wetter eigentlich ohne Wind. Собственно говоря, мне казалось, что сегодня очень большое количество людей представляет ноль. Поэтому очень ребята такие даже казаться. Also eigentlich habe ich erwartet, dass viele Leute fehlerfrei schießen. Deswegen würden die Ergebnisse besser ausfallen. Eigentlich, als ich meine Nummer erfahren habe, war ich etwas überrascht, weil vor 10 Jahren bin ich unter Nummer 19 hier in Ruppolding gestartet und ich war die Dritte. Deswegen war es für mich halt sozusagen so ein guter Stern sozusagen. Ich habe auch 0 geschossen das letzte Mal, also vor 10 Jahren. Deswegen war es für mich ein so guter Omen. Magdalena, wichtigste Frage, was macht der Rücken? Der Rücken der Nation ist wieder heil. Also, es passt wieder. Also ich bin Gott sei Dank wieder genesen. Ich habe mich am Wochenende gar nicht mehr bewegen können und bin Gott sei Dank von den Physios gut durchgeknetet worden und ein paar Mal eingelenkt worden und jetzt ist es wieder sehr, sehr gut. Also ich bin komplett schmerzfrei. Das ist natürlich schön zu hören. Es war auffallend, dass du ein sehr schnelles Liegenschießen gemacht hast, ein perfektes Liegenschießen, also besser geht's überhaupt nicht. Ist die Taktik beim Liegenschießen jetzt immer so, dass du sagst, ich schieße auf Teufel komm raus? Das ist natürlich schon so, dass ich liegen von Haus aus eigentlich ein gutes Gefühl habe, aber ich merke das meistens, wenn ich mich hinlege, ob es einfach passt oder ob es einfach, ob ich schauen muss, dass ich einfach trifft. Heute hat es passt, ich habe mich hingelegt, ich habe gemerkt, dass es einfach geht und dann versuche ich natürlich auch durchzuziehen, weil die Zeit, die ich mir da spare, die muss ich nicht rauslaufen und ja, wenn ich dann natürlich nur bei Null bleibe, dann mache ich da einiges gut. Vielleicht Anna Karin, you have the fastest ski time and like before, and shooting standing position. You shoot for visitors, for spectators. The first shoot very slow, the next very concentrated. Did you make any risk for you, or was it shot by shot by shot? I have to concentrate to hit all the targets. I'm not a fast shooter, I'm a slow shooter, and I'm just happy I hit them all.